Hallihallo Freunde, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bei der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich ein paar Probleme hatte und ja, die möchte ich jetzt genau erklären, dass ihr ungefähr wisst, was hier vorgefallen ist, und zwar habe ich aufgenommen. Dabei wollte ich von Applied Energy Stick 2 ein Add-on, also den Stuff-Mod, eine Kammer davon bauen, habt ihr auch gebaut, wollt ihr sie platzieren, daraufhin ist das Spiel abgestürzt und ich habe schon da gewusst, dass der Mod hier irgendeinen Fehler hat, habe ihn dann rausgegeben und hat wieder funktioniert. Dabei ist irgendwie die Aufnahme beschädigt, ich konnte sie nicht mehr in mein Schneideprogramm einfügen und somit ist das der restliche Teil von der Folge kaputt gewesen. Und ich möchte euch jetzt eben zeigen, was ich gemacht habe. Ich war auch nochmal meinen und das sehr erfolgreich. Habe ich gar nicht erwartet, so viel zu finden. Also gesagt, ich habe nicht viel gefunden, sondern nur von einer Sache. Und das sind Diamanten, 37 Stück. Also da war ich sehr stolz auf mich. Und das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich eine Quarry bauen. Hm. Bin noch im falschen Modus. Und werden das ME-System jetzt endlich weitermachen und fertig machen, weil ich labere euch die ganze Zeit nur zu und bringe irgendwie nichts weiter. Gut, das letzte Mal eben wollte ich die Kammer bauen, aus 6 solchen Kristallwachstumsbeschleuniger, hat nicht funktioniert, gut, dann nicht, aber es geht auch anders. Und das zeige ich euch jetzt wie folgt. Vielleicht bekomme ich noch hin, dass der Mod irgendwann mal funktioniert. Ich muss mir das nochmal anschauen. Bis dahin machen wir es auf die normale ME-Art, so wie es ihr auch habt, weil der Mod eben bei euch nicht drauf ist. Den habe ich selber hinzugefügt. So, jetzt kommt hier eine Kammer hin. So, die funktioniert auch schon. Hier kommt das Wasser hin. Den müsste ich auch entfernen. Und dann muss ich noch Kabeln herstellen. Da in der Zwischenzeit hatte ich noch wo Keimlinge. Die müsste ich, glaube ich, schon gezeigt haben. Wenn nicht, zeige ich gleich nochmal das Rezept. 37%, dabei können die wachsen. Und ach Gott, jetzt brauche ich noch die hier. Den, das, dies und jenes zu essen. Und die Quarzkabel. So. Stellen wir uns noch ein paar Kabeln her. So. Dann können wir da mal noch ein paar anschließen. Hier noch eine. Ach Gottchen. Nur eine Keimlinge. So. Keller werden jetzt auch irgendwann, obwohl den brauche ich glaube ich gar nicht mehr aus. Da mache ich gleich das neue Haus und fertig. So, jetzt verbinden wir die noch alle. Das war in die falsche Richtung. Wie immer gehen die kaputt. Nein. Wie immer geht sie sich um ein Kabel nicht aus. War klar. Ja, ist eigentlich egal. So. Kommen dann irgendwann mal Fassaden. So, jetzt sollte das alles schon etwas schneller gehen, wenn ich sie nicht in der Hand hätte. Jetzt haben sie 41, jetzt schmeiße ich sie da mal kurz rein. Schauen wir mal, wie schnell das jetzt schon geht. 44. 44. Jetzt lassen wir das mal. So. In der Zwischenzeit werden wir... Den habe ich auch schon gebaut. Ich habe alles hier reingeschmissen. Den anschließen. Meinen Rucksack rausnehmen. Den Zertusquad rausnehmen. Das Eisen vielleicht noch. Das Schwert. Gut. So, jetzt stellen wir das Teil auf. Den können wir jetzt gleich... Weiß nicht, kriegt er ihr. So,
Das ist halt jetzt was ganz was Neues in Applied Energy Stick 2. Und zwar kann man die Prozessoren nicht mehr wie früher einfach craften, in den Ofen schmeißen und fertig. Nein, so leicht machen sie es uns nicht. Wir müssen den als erster gravieren und pressen und bla bla bla. So, aber was mir gerade noch einfällt, wir brauchen davor noch eines Segmil von Ender.io, weil wir Silikon oder Silizium, wenn wir gleich gucken, eine Segmil, da irgendwo hatte ich noch, das war so und so und noch irgendwas, ah ja, das, okay, nochmal jetzt raus. Gold Nuggets müsste ich, glaube ich, unten haben. Jupp, da war ich ein Kupfer. Ein bisschen mehr Kupfer, glaube ich, ein bisschen Gold. Ja, ein bisschen da, ein bisschen dort. Gut, das haben wir noch. Dann haben wir die Gold Nuggets. Redstone und ein Kupfer. Dann haben wir den Kondensator. Das habe ich jetzt wieder falsch gemacht, wie ich mich kenne. Also ich vertausche immer Rezepte. Ich weiß zwar, wie sie gehen, aber ich vertausche sie. So, jetzt haben wir die Maschinenhülle. Dann brauchen wir noch zwei Eisen, einen Kolben und Flint war das, glaube ich. Drei. Das gibt es nicht, dass ich nur... Da müssen noch irgendwo Kolben sein. In einem Rucksack. Den habe ich geleert. Dem anderen. Und schon wieder Chaos in meinem Inventar. Okay. Hier ist noch... Gut zu wissen, na dann crafte ich schnell ein. Einmal, zweimal. So. Es regnet. Ich entschuldige mich für diese doofe Hin- und Her-Rennerei die ganze Zeit. Das ist ein Wahnsinn. Ich weiß genau, was ich bauen will und vergesse die Hälfte. Ein Pisten. Schauen wir mal, ob ich das auswendig kann. Da lief die Ratten. Ich habe es vergessen. Richtig. Und das waren vier Eisen. Ich weiß gar nicht. Kann ich das da auch herstellen? Im Pulverisierer, aber ich glaube nicht. Das Silikon. Nein, nur irgendwie hier. Auch doof. Das stelle ich hier hin. Hier sperren wir alle Slots. So. Gut, man kann das mal aufladen. Dann brauche ich noch Flint. Das ist ein Zufall. Dann den Monster Drops, das weiß ich nicht. Aber er liegt gut. Bei der muss man immer, also nicht, muss nicht, aber es ist halt besser, wenn man eventuell Flint hinein, also Feuerstein hineinlegt oder eine Stahlkugel. Da erhöht man damit dann die Ausbeute von dem Gemahlenen. Nehmen wir, na, wir brauchen schon einige Prozessoren nachher. Kann ruhig mal ein Stack Sand. Ja, eine Wüste habe ich immer noch nicht gefunden. Also, ja. Das ist halt, ja. Gibt's keine hier. Da haben wir dann auch unser erstes Silikon schon. Gut. So, dann brauchen wir schon einen Prozessor. Nein, wie schaut es da aus? Und es ist fertig. Und wir haben reine Flux-Kristalle. Also so kann man die halt auch herstellen. Wie gesagt, aber die kann man für manche Sachen eben nicht verwenden. Nur für bestimmte. Weil ich glaube beim Kern, okay, kann man sie auch verwenden. Braucht man die sogar. Irgendwo war es, da kannst du nur die verwenden. Oder war das nur die? Kann ich die Keimlinge? Man kann jetzt Zertifikat auch. Gut. Also wie gesagt, nochmal das Rezept für die Keimlinge. Einmal ein Flugstaub und einmal Sand. Flugstaub stellt man her, indem man einen Flugskristall einfach zermüllt. Für das brauchen wir. Ich glaube, aus denen kann man das nicht machen. Nein, kann man nicht mehr rein. Da muss man dann schon geladene nehmen.
um das herzustellen. Da laden wir gleich noch welche auf. Dann werden wir hier gleich noch ein paar Keimlinge herstellen. Schnell noch, alles schon fertig. Schade. So, packen wir mal alles zurück, was wir jetzt nicht brauchen. Die Barren, Glowstone, haben jetzt auch schon einiges. Zum Redstone nehmen wir die 17 raus. Stein, das mal da rein. So, Magnetstaub. Das essen wir. Ja, ich stelle jetzt noch ein paar Keimlinge her, damit wir dann genug haben. So. Haben wir da den Staub, da stellen wir auch noch welche her. Und da möchte ich auch noch welche herstellen. So. Jetzt haben wir da 5, da 5 und da einen. Wie gesagt, sie verdoppeln sich eh immer. So. 10, 2, 10. Brauche ich noch ein Kabel, dass wir die letzte auch noch anschließen können. So. Zack, gut. Jetzt haben wir keinen Strom. Es liefert oder da ist schon wieder nichts drin, anders kommt, das ist eher der Fall. Kohle. Kohle ist unten. Das ist voll. Haha. Ein Fehler im System. Machen wir den da her. Noch schnell die Kabel gemopst. Und bauen wir das da her. Dass der auch mitproduziert, weil sonst tut der ja gar nichts. Wir haben den Eisen. So. Sollten dann eigentlich alle funktionieren. Direkt offline, weil da auch noch verbraucht wird. Wir brauchen viel Strom. Der braucht auch Strom, alles braucht Strom. Ich glaube, es wird auch bald Zeit, eine neue Energiequelle zu bauen. Na, ich lasse das dabei. Gut. Jetzt wollen wir weitermachen. Das ist mal so diese Basis, die man braucht. Weil ich möchte gleich ein ME Drive herstellen. Und da brauchen wir das hier, einen Konstruktionsprozessor. Dazu brauchen wir mal eine gedruckte Siliziumplatte. So, jetzt machen wir uns mal einen. Genau. Das war so. Und so und so. Der kommt, sage ich jetzt mal, da oben hin. Da holen wir uns jetzt die ganzen Platten. 4 Stück. Gravur. Konstruktion, die Logistik, die Logik, Logistik und die Kalkulation und die Silizium. So, die packen wir jetzt mal alle drauf. Das nicht. So, was haben Sie gebraucht? Eine Konstruktions für den ME-Laufwerk. So, nein, der braucht einen Dia. Müssen wir wissen, wie sie ausschauen und das ist richtig. So, jetzt legen wir die Platte mal da rein. Holen uns 2 Diamanten. Und mal ein bisschen Redstone. Was neu ist, man braucht nicht unbedingt einen ME-Controller. Man braucht ihn erst, wenn man mehr als 8 Geräte an das ME-System anschließt. Es ist jetzt neu, dass man, dass man Channels benötigt. Man sieht das dann ungefähr hier, es schaut dann ungefähr so aus. Das heißt, jedes Gerät belegt einen Channel. Ein normales Kabel hat 8 Channelplätze
Und das heißt, wenn man an dem, und jeder Controller hat, glaube ich, was so das 32, auf jeder Seite 32 Channel zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt da jetzt, wenn ich ein normales Kabel nehme, kann ich 8 Geräte an der Seite mit dem kleinen Kabel anschließen. Es gibt dann auch größere Kabel, wo man dann natürlich auch mehr anschließen kann. Und man da auch der Controller ist ein Multiblock, das heißt, ich kann ihn 2x2, 2x irgendwas, 2x2x2 oder was bauen. Und dann kann ich halt mehr anstecken. Das kommt dann aber dann, wenn wir die die schlauen ME-Kabel bauen, weil da ist das dann, da sieht man das dann ein bisschen besser. Gut, also wir haben jetzt schon mal einen gedruckten Konstruktionsschaltkreis. Jetzt brauchen wir noch eine Siliziumplatte. Da brauchen wir die Siliziumplatte. Die schon reingelegt, ja. Nehmen wir auch eins rein. Dann fehlt mir da die Anzeige. Und fertig. So, und zum Schluss die Platte raus. Da dieses Silizium rein. Den Schaltkreis rein und einmal Redstone. Und wir erhalten schon unseren ersten Prozessor. Nachteil aber auch an der Sache ist, dass ich immer nur ein Stück reinlegen kann. Das heißt, ich könnte jetzt nicht da 24 Stück reinlegen. Es geht nur, also da, es geht nur einer. So, jetzt brauche ich die dann erst nochmal. So. Und dann nochmal einen Dia rein. Zack, zack, zack.